So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag oder Teil 4. Vorsicht, jetzt folgt eine kleine Werbung. Ich bin gerade sowas von glücklich. Mir wurde geholfen, meine Grafikkarte bzw. überhaupt die Treiber, die haben sich im Moment ein bisschen aufgehängt. Da gab es übelste Probleme und ich bin so froh, dass wir jetzt wieder anfangen können zu zocken. Meine Fresse, ging hier was ab. Ich konnte gar nichts mehr machen. Generell, wenn ich das Ganze aufnehmen wollte, hat sich einfach mein Aufnahmeprogramm immer wieder verabschiedet. Ist einfach immer wieder ausgegangen. Wenn ihr diese Probleme habt, chattet ruhig mal mit dem Support von Nvidia. Die helfen euch da garantiert. Das hat super geklappt, wenn es auch ein bisschen umständlich war, weil ich ja eigentlich noch einen imaginären Bildschirm habe. Und dieser imaginäre Bildschirm dann mit mal wollte, dass ich mein Passwort eingebe für den PC. Und ja, das ging nicht ganz so gut. Mir egal. Ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Ich bin glücklich, mit euch dabei zu sein. Und wir werden jetzt gleich mal, ihr habt schon gesehen, die ganzen Untergrunddinger sind hier alle schon erforscht. Ein bisschen was Administratives machen. Insbesondere die Herstellung war mir ein ganz persönliches Anliegen. Die Buckelwalhaut möchte ich fertig machen, aber die Herstellung ist zurzeit nicht verfügbar. Liegt vielleicht daran, dass wir von der Sequenz her noch nicht so hoch sind. Dann haben wir noch die Knochen des großen weißen Hais, die haben wir nicht. Aber den Pfeilbeutel, den können wir jetzt auch aufwerten. Wir haben zweimal die Schwertwalhaut. Wir können außerdem noch, ja, die Katzenfellmontur machen. Damit warten wir noch, bis es soweit ist. Bis wir das Ganze dürfen. Aber unten will ich auch noch mal reingucken, denn wir haben nicht nur sehr viel Geld zusammengesammelt, 125.000 Reales, wir brauchen garantiert erstmal nirgendwo mehr hin, sondern auch die Pläne. Ich war ja überall unten im Untergrund in den Schiffswracks unterwegs und habe dort die ganzen Pläne rausgesucht, rausgesammelt, sodass wir noch ein Upgrade für die Stärke der Rundkugeln vornehmen können. 35.000 Reales gebe ich gerne aus hierfür. Tada, verdammt. Auch die sind jetzt also die stärksten Rundkugeln, die wir kriegen können. Die Breitseitenkanonen müssen wir nochmal erhöhen, da haben wir allerdings nicht die ganzen nötigen Mittel für. Und auch den Rumpf können wir jetzt noch weiter ausbauen, wenn wir die Mittel dafür bekommen. Ja, ihr seht schon, alle Pläne haben wir zusammengesammelt. Wenn noch irgendwo einer fehlt, hier die schweren Kugeln. Das ist mir aber relativ egal, ich setze die irgendwie sowieso nie ein. Dann müssen wir gucken. Ja, wo wir den herkriegen. Harpune Stufe 3, da sind garantiert noch die ein paar Schiffswracks übrig, die ich noch nicht abgefahren habe. Und die machen wir dann in nächster Zeit. Ja, da freuen sie sich, ich freue mich auch, wir haben endlich bessere Rundkugeln. Ich bin ja gespannt, wie sich das äußert. Jetzt geht's erstmal in den Süden. Wir wollen das nächste vorholen. Wir haben einen stärkeren Rumpf und wir haben die stärkeren Kugeln. Jetzt muss es einfach klappen. Will keine Tauchglocke herablassen. Wir waren unten schon. Wir haben alles fertig, verdammt. Ich glaube, uns fehlen auch bloß noch die Inseln, die hier in dem unentdeckten Gebiet sind. Und die eine, die da ist. Ansonsten ist alles golden. Naja, gut. Da muss ich auch nochmal runter. Und dann gehen wir zum Auftrag. Ich bin einfach nur super happy. Was? Wer will wem die Haare ausreißen? Oder die Zähne ausbeißen? So, wo haben wir denn hier das vor? Da vorne? Da vorne. Und es sind nur 5. Das geht aber. Dafür, dass das so eine super schweren Dinger sind. Aber das Ding ist eben auch... Naja, schießt mal. Das Ding ist eben auch, dass wir versuchen müssen, die kaputt zu machen. Und die haben ja so viel mehr... Die haben ja so viel mehr Lebensenergie. Ich muss die Drehbassen unbedingt verstärken. Oh, was ist das? Habt ihr gesehen, der Sprühregen ging weiter, aber der Rest irgendwie nicht. Das müssen wir mal weg hier. Ist nicht gut. Da hinten kommt auch noch eine Welle. Treffen sie frontal auf die Riesenwellen. Ja, das will ich. Das will ich. Genau, schießt ihr erstmal dahin. Und zack. Ja, frontal rauf geht. Okay, weiter geht's. Schön wegschießen, das ganze Zeug da. Ganze Gelumpe.
Oh, komm, einmal noch. Das muss sitzen. Ja. Die Mauer ist schon mal down. Die Mauer muss weg. Nö, 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 nö. Ich will mich da vorne nicht abschießen lassen. Das könnt ihr vergessen. Wir segeln noch einmal zurück. Und von hier aus können wir noch mal ein bisschen besser schießen. Da sind sie an den Fischen. Feuer! Hebt den Befehl, Sir. Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Ja, ich versuch's ja schon. Aber ich sehe ja gar nichts mehr. Okay, der eine Turm ist weg. Und den anderen treffen wir nicht. Na, da müssen wir nachher nochmal hinfahren. Aber die beiden sind ja noch übrig. Sehr gut. Und. So, einmal abdrehen, beidrehen. Ist der Turm weg? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, der ist weg. Nur noch ein Punkt ist übrig. Da kommt eine Welle. Und wir fahren direkt drauf zu. Das ist gut. Wow. Ja, wir müssen diese Türme treffen. Ist einfacher gesagt als getan. Abdrehen, nicht rein in die Mörser. Sehr schön. Okay, ein Turm ist bloß noch übrig. Dann haben wir das vorletzte vor. Leute, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, ihr habt die anderen jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich füge dazu. War nicht besonders schlau von mir, die nicht aufzunehmen. Doch, ihr habt alle gesehen, bis auf einen. Alles gut, alles gut. Dann bin ich ja zufrieden. Na also. Die Welle kommt direkt auf uns zu. Einmal bitte alle runter. Gut. Und weiter geht's. Wir müssen hier vorne irgendwie hin. Sterben schon unsere Leute eigentlich da drin? Ich weiß es ja nicht, ob die jetzt schon an Bord gegangen sind irgendwie. So, schön anhalten. Da vorne sind schon die nächsten Schiffe. Die warten schon darauf, uns fertig machen zu dürfen. Oh, da schieben die mich hier ran. Quetscht mir nicht ein, Leute. Gott, weiter geht's. Ah, da oben müssen wir hoch. Und das klappt auch. So, dann wollen wir mal die Kanone rausholen, das Pistölchen. Nee, 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 nee. Jetzt kann ich gerne mit dir kämpfen. Gar kein Problem. Super. Okay, der eine ist weg. Nö. Wo kam der denn her? Du auch nicht. Ich muss da oben hoch. Lasst mich in Ruhe. Der will schon wieder schießen. Das kann er gerne tun, wenn ich nicht mehr da bin. Eine Schatztruhe. Ich will nicht plündern können, solange du stehst. Gott. Oh. Ihr blöden Viecher, ey. Ich mag euch nicht. Einer fehlt doch noch. Der muss da oben irgendwo sitzen. Genau. Einfach mal hier hoch. Hat er uns mit der Bombe abgeschossen? Nee, dich brauche ich nicht. Muss höher. Noch viel höher. Komm schon. Gleich haben wir dich. So nicht, mein Freund. Gut, wir haben es geschafft. Damit können wir uns hier reinbegeben. Oder auch nicht. Anonym werden. Ich bin doch so gut wie anonym. Mich kennt doch hier keiner. Ah, nochmal nachladen. So, und rein da.
Hallo, mein vorletzter Freund. Eigentlich würde ich dich ja gerne umbringen, aber damit ich hier oben nicht nochmal hoch muss, darfst du ein bisschen länger leben. Darfst zusehen, wie ich deine Schätze plünder und tschüss. Ach, nochmal. Na gut. Jo, damit ist auch die englische Flagge weg und wir haben das vorletzte Vor. Hört sich auch komisch an, ne? Das vorletzte Vor. Okay. Heidenei, ein einziges Vor ist noch übrig. Da unten, weiter südlich. Da werden wir jetzt noch hin. Die Inseln werde ich wieder für mich machen. Ups. Auf geht's. Und dementsprechend werde ich auch das Fort später erst machen. Wir müssen einmal umdrehen. Hier blitzt und stürmt das wieder. Furchtbar. Monsterwelle von Steuerbord! Ah, deswegen sind wir auch so langsam. Gut, da kann ich rechtzeitig X drücken. Das ist nicht das Problem. Wo ist sie denn? Sieht alles im Moment so wellig aus. Und komm, 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 Baby. Achtung! Und jetzt trifft sie auf uns. Nein, tut sie nicht. Naja, dann können wir weiter segeln. So, viel weiter südlich. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Nur immer weiter geradeaus. Hoffen wir, dass die Schiffe da vorne einen Blitz abkriegen. Dann haben wir bessere Chancen. Aber es wird schon wieder hell da hinten. Alles gut. Ja. Ja, wie sind wir auf das ganze Geld gekommen? Wir waren ja irgendwie schon bei 80.000 allein dadurch. Ja, alles gut. Weitermachen. Wir waren ja irgendwie schon so weit, dass wir 80.000 hatten durch den ganzen Handel, den wir getrieben haben, durch die ganzen Kisten, die jetzt unterwegs geplündert wurden. Und nun ist es eben so weit, dass wir weitermachen. Und vielleicht sogar... Nee, was wollte ich eigentlich sagen? 50.000 habe ich gemacht dadurch, dass ich rum und Dings verkauft habe hier. Alkohol. Alkohol? Nee, rum und... Was war das andere? Zucker. Zuckerrohr. Ja, Alkohol. Deswegen kommt man immer so leicht darauf. Sind wir jetzt noch auf dem richtigen Weg oder sind wir schon dran vorbeigesegelt? Nee, immer weiter. Na gut, wir gehen auch direkt rein in die rote Suppe da vorne. Zum letzten Vor. Macht euch bereit, das wird das härteste Vor. Glaube ich. Ich war noch nie da, aber ich bin mir relativ sicher. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass die beiden Dreierpunkt-Forts, die wir hatten, nicht besonders doll waren. Zumindest das erste Jahr, das war, glaube ich, ein bisschen härter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das mit euch gemacht habe. Aber das danach war nicht mehr schön. Oh, und ich sehe gerade, wir segeln mitten in den Nebel rein. Das wird nicht lustig, Leute. Das wird definitiv schwer. Und ich glaube, die haben auch noch... Ja, die schießen hier durch die Gegend. Ja. Eindeutig. Guck mal, die schießen da schon auf Schiffe. Im Nebel haben die das natürlich gut. Oh oh. Gott, wie weit sind wir denn davon noch entfernt? Anscheinend gar nicht weit. Sehr gut. Schießen ihre eigenen Leute ab, sehe ich das richtig? Komm schon, haut sie weg. Wir haben die ganze Lebensenergie. Und wir haben richtig gute Rundkugeln. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Schaden zugefügt. Ich hätte die Drehbassen noch verstärken sollen. Das ist immer das Y hier. Ups, falsches Schiff. Ja, ihre Freunde kommen jetzt auch.
Okay, einmal umdrehen. Schön gemacht und weiter geht's. So, einmal auf die Türme. Du gehst mal bitte unter. Aber wenigstens Ruhe vor dir. Gut, schön beidrehen. Und weiter geht's. Die können sich da um das Schiff kümmern, wenn wir uns um sie kümmern. Oh, ich komme hier gar nicht mehr mit der Ladung klar.